Läufst du mir eigentlich automatisch hinterher, Ja, oder? aber ich kann jetzt nicht mehr helfen, also geh jetzt nicht tot, bitte, ne? Ja, was, Nimm mal einen Bonbon, bitte. Und dann? Aber was ist mit dir? Ich Ja, will doch du jetzt nicht brauchst jetzt ein alleine kämpfen. Lebenswasser. Ja, das leiste ich mir auch für den Preis. Ich glaube, ich möchte Tobi heilen. Aber da hätte ich auch noch warten können. Ja, es ist ein paar Jährchen her, dass ich das gespielt habe. Ich Nee, bitte jetzt so, egal. Wen entschuldigt. hast du denn als Favorit beim Dschungelcamp? Was denkst du, wer da Chancen hat, beizukommen? Das weiß ich so noch gar nicht. Ich glaube ja, dass die Olivia Jones, die kommt, glaube ich, ziemlich weit. Vor Also allem auch, ich weil hoffe sie für ziemlich den viele Helmut und Fans weil ich hat. den... Was? Da ruft doch halb Hamburg an bei der Olivia Jones, oder nicht? I hope so. Ja, und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich hoffe für den Helmut und seine Gesundheit und für den Zuschauer und so, dass der nicht mehr allzu lange drin ist. Ja, ich weiß nicht. Also das ist ein ganz komischer Typ. Ich hatte den letztens mal beim Lanz erlebt, deswegen wusste ich auch, wer das ist. Weil seine schauspielerischen Qualitäten, die habe ich nie genießen können, weil ich einfach diese Filme, ich habe gleich gesehen, ah ja, die Filme sind einfach uralt, hast natürlich nie gesehen, deswegen kennst du auch einen Helmut Berger nicht. War anscheinend mal ein großer Mann, war sogar mal relativ ansehnlich, sah ein bisschen aus wie der Paul, der letzte Bachelor. Aber jetzt nicht mehr. Also, da haben sie auch irgendwie im Einspieler gesagt, ein Zeichen, er wäre ein Zeichen von ewiger Jugend gewesen. Ja, davon kann man jetzt nicht mehr so viel sehen. Ja, Hexenwäldchen, warte mal. Elfenteich. Das Problem ist, ich habe alles versaut. Jetzt ist die Ische tot. Eigentlich musst du jetzt zurück und musst ins Mühldorf gehen. Dann gehe ich zurück ins Mühldorf. Ja, tut mir leid. Und beim nächsten Mal spielst du gefälligst anständig. Ja, okay. Ist ja Es egal, ist für komm. mich aber auch, das muss ich dazu sagen, sehr ungewohnt zu spielen und gleichzeitig so zu quatschen und so. Das ist. Macht ja nichts. Dafür haben wir jetzt ein bisschen auch Oi. gegrindet. Das müssen wir ja so oder so machen. Das heißt, wir Ja. teilen uns das ein bisschen auf. Ich höre schon wieder Geräusche, als wenn hier ein bisschen geräumt wird. Nebenan, egal. Bei dir oder bei mir? Nee, nee, bei Hä? mir, nicht bei dir. Nee, Geht's denn nee, da runter? Das macht der Klaus, der macht gerade nichts. So. Mühldorf ist gleich nebenan, oder wie? Ja, ich glaube schon. Hä? Gut. Ach, Kamel? Nee, Nee, komm. was ich noch sagen wollte hier beim Helmut Berger, dann können wir direkt hier schlafen gehen, Ja, ne? ich weiß nicht, ob das mich wiederbelebt. Das wäre jetzt ein Experiment. Das ist egal, wir experimentieren jetzt, weil das ist erheblich billiger, glaube ich. Ich glaube auch. Nee, beim Helmut Berger, ich hatte den beim Lanz erlebt und der war mal beim Lanz, bei Markus Lanz. Wow, ich glaube nicht, dass dich das wieder belebt, habe ich das Gefühl, den Eindruck. Ich muss auch nicht ernsthaft jedes Mal ein Lebens. Nee, doch, das wäre ja auch ein Yes! bisschen krass gewesen, jedes Mal ein Sehr gut. Lebenswasser holen. Genau, Lebenswasser. Hi. Jetzt bekommst du auch wieder deine Farbe wieder, das war's ganz schön blass. Ja, die So. Sonne, ne? Naja, die Sonne, die Hast du Sonne. denn in dieser? Jetzt hast du den ersten genommen. Ich Ja, durfte das nicht, das nur du, oder was? nee, war ja auch nur Spaß. Ich wollte eigentlich, dass du den ersten nimmst, damit ich mich gespielt aufregen kann. Wollen wir mit den Leuten noch quatschen? Ja, mach mal. Nee, eigentlich habe ich. Wollen wir. Nee, Wollt's, du willst kämpfen, machen wir. ne? Ja, eigentlich will ich kämpfen. Willkommen im Mühldorf. Warum Ja, was heißt ich noch das eben. denn Ich bloß muss Mühldorf? es eigentlich noch zu Ja, Ende führst bringen. zu Ende. Der war beim Lanz, bei Markus Lanz, der hat ja auch eine Talkshow, ne? Und da war der stutzbetrunken, der war anscheinend besoffen. Ne? Da hat er auch so dahergeredet, wie er sowieso daherredet, aber war eben besoffen und hat besoffen irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelchen Scheiß dahergelabert. Und du hast richtig gemerkt, der hat halt so gelallt wie so ein Besoffener. Deswegen war er, hast du gleich gesehen, dass er besoffen ist. Und das war so peinlich. Deswegen, als ich gesehen habe, dass der im Dschungelcamp da mitmacht, oh Gott, das kann ja nur schief gehen. Und dann hat er ja gleich in der ersten Nacht hingepisst irgendwo, ne? Bronzekette, Bronzekette. Nee, lass mal. Ninja-Robe. Ninja-Robe, die ist gut, aber haben wir. Na, 471 ist Ja, noch so nicht viel fest. Geld will ich eigentlich nicht für dich ausgeben. Ich meine, Frauen sind natürlich teuer. Doch, aber mach mal. Ja, okay, kriegst du halt einen Ninja. Also ganz schön heißes Teil. Ja, siehst du mal hier das Da kurze geht Pinke. glatt Kopfkino an. Ja, das kurze Pinke, ganz bekannt. Kennt man ja nicht anders. Ah nee, du musst Hä? drücken dann, Ja, ne? ich wollte gerade, ich war gerade etwas. Ach, ich muss mich erstmal aktivieren. Guck mal, ich bin da noch gar nicht wieder drin. So, jetzt. Ja, Dann mach mal. wir haben ganz schön viel Geld gerade ausgegeben. Ja, wo ich da gerade Befinden lese. Wie ist eigentlich dein Befinden gerade? Mein Befinden? Wie befindest du dich denn gerade? Guck mal, so ist besser. Dann können wir die hier irgendwann wieder verkaufen. Könnten wir. Warte mal. Vor allem, das ist auch gar nicht schlecht, dass wir die jetzt gekauft haben, die Ninja-Robe. War Jetzt voll stirbst dumm. du. Guck dir das. Nee, war gut. Nee, das war richtig gut. Nee, war Wenn gut. jetzt stirbst du nämlich nicht so schnell weg. Jetzt geh doch mal raus aus dem Menü. Ja, Entschuldigung. Oh Mensch, Oh ey, wenn man mit dir mal Mann. spielt, ey. Niemand Ich war. spielt mit mir. Ach, Rike, Oh. ich spiel doch mit dir. Bleib doch ganz Oh, geschickt ich spiel hier. mit dir, komm. Ey, lass Nee, mich mit nein, dem. wir müssen Hey, jetzt mit du den bist. Bauern. Haha. Ich bin gefangen. Mir fehlt nur noch eine Mark für das Ticket nach Destinea. Hast du eine?
Oh, ich bin ein kleiner Zwerg und komme nicht über einen Berg. Drum gib mir mal eine Mark, dann bin ich wieder stark. Wo hast du das denn jetzt her? Oh. Hast du gerade selber erfunden? So habe ich früher in der Fußgängerzone Geld erbettelt. So, ich bin dafür, du sprichst den Opa jetzt und ich spreche die Oma dann. Opa, komm mal her. Ey. Geh hin und sprech an. Ich geh doch raus. Andreas. Andreas, müsste man jetzt sagen, mein Sohn Hagen hat mich schon lange nicht mehr besucht. Halt, stopp! Jetzt rede ich. Und es ist sehr wohl Gemüse im Haus. Und die Reiniger fassen neu ich an. Oma? Jetzt muss ich mit Oma sprechen. Nördlich von... Nee, ich weiß nicht, mach du. Nördlich von hier leben Zwerge beim Elfenteich. Klein, dick und bärtige Wesen sind das. Du musst drücken. Ja. Ich wollte das noch zu Ende sprechen, Entschuldigung. Ach so, ja, Entschuldigung, kann ich gar nicht wissen. Hier, ach, stehst du schon wieder richtig da? Hinten? Da wollen wir wieder raus? Nee, wir müssen doch hier. Oder willst du kämpfen? Du willst kämpfen, okay, kämpfen war. Kämpfen. Wir müssen auch nicht alles zeigen, ist ja kein 100% Juan. Hä? Bist schon wieder in den Bäumen verschwunden. Ja, ich musste mal auf die Toilette. Hast du mal in den Busch gehockt? Nein, warte, nein, den Pilz war. Ja, ein Captain, bau noch den. Oh. Siehst du, da kommen gleich die anderen Gegner. Komm, wir gehen. Ich hab Angst. Ha, ich hab abgewehrt, hast du. Ich hab Angst. Los, jetzt liegt's am Boden. Ja, da hättest du ja schneller was sagen jetzt müssen. Ich hab sofort reagiert. Sofort. Super. Aber sofort auch. Dein Reaktionsvermögen ist unfassbar. So, jetzt geh ich mal nach rechts. Da haben sich schon. Da waren wir noch nicht. Ich bekomme gar nicht mit, wo wir lang gehen, weißt du das? Ich bekomme heute irgendwie gar nichts mit. Heute bin ich irgendwie. Das ist perfekt. Ich spreche und so weiter, aber ich schalte halt auf Durchzug. Deswegen finde ich das auch gut, dass das ein Let's Play Together ist. Du kannst nämlich sagen, wo wir hin müssen. Vor allem, ich hätte, glaube ich, den Weg hier nicht so schnell gefunden. Ich wäre nicht nach links gegangen, ich wäre nochmal zurückgegangen und hätte nochmal irgendwo anders gesucht. Ja, noch kenne ich mich relativ Kanone gut aus, aber das gibt sich auch. Oh, ich habe gerade gesagt, ich dachte, ich hätte einen Geist gesehen, ey. Was? Also jetzt hier in echt. Das habe ich manchmal, wenn ich Let's Play aufnehme und dann denke ich, irgendwie rechts passiert irgendwas. Ach, das ist bestimmt hier vom Smartphone, da leuchtet nämlich das grüne Licht auf. Und dann nehme ich nur irgendwas wahr, dass irgendwas leuchtet und denke direkt, das ist ein Geist. Und dann geht Kopfkino an. Hier waren wir doch schon. Meins hat auch eben aufgeleuchtet, aber das lag an WhatsApp. Ja, ich glaube auch, dass es daran liegt. Ich weiß, aber es ist so grünes Licht. Zum Glück ist es nicht rot. Kannst du aber einstellen, das weißt du, ne? Ich weiß aber nicht, wo ich das einstellen kann. Ich bin auch ein bisschen inkompetent, was sowas betrifft. Ja, das habe ich durchaus schon gemerkt. Vorsichtig, Mädchen. Ische. Sonst nenne ich dich demnächst Ische. Heißt nicht mehr Mädchen, heißt Ische. Ach so. Ja, stimmt. Ich nenne dich jetzt auch einfach Ische. Ich bin auch noch nicht gestorben, ist das nicht wunderbar? Oh. Du hast auch noch nicht mal einen Lebenspunkt verloren. Hat's bestimmt ein Level-Up, dann lädt das ja wieder auf. Ich habe abgeblockt gehabt. Du hast abgenommen? Abgeblockt. Wo soll die denn noch abnehmen, also mal ehrlich? Ja, stimmt, ist ein Magergestell. Nicht so wie du. Vorsicht hier, du schlachsiges kleines Etwas. So, hey. Hexenwäldchen oder Elfenteich? Wer hat dich denn nochmal beschrieben? Wer war das nochmal? Die Miss Katalaya. Genau. Ich sage immer, im Kopf sage ich immer Kataya, deswegen. Warum Katalaya. Wir müssen nach unten. Ey, was ist denn mit dem Hexenwäldchen? Wir müssen nach unten. Dann könnten wir zu dir nach Hause. Aua! Zu mir nach Hause. Ja, guck mal, wie blau du bist. Ja, ich bin total blau. Zu viel gesuppelt, genau. Ich hab die Suppe. Papiert, Tulpe ist ja lebendig. Oh, ich will auch mal auspacken. Oh Mensch. Heilkräuter, sehr schön. Nee, da hat die Miss Katalaya, für die Zuschauer, die das nicht gelesen haben, die hat mich beschrieben als blassiert und schlachsig. Mager. Schlank. Schlank hat sie geschrieben. Schlachsig hat sie geschrieben. Die hat doch nicht schlachsig. Also so das habe ich positiv in Erinnerung. Ja, und dann hat sie sich direkt entschuldigt, was ich... Hat sie sich schon entschuldigt? Überhaupt nicht. Ich glaube, sie hatte sich direkt entschuldigt. Nee, sie hatte sich, während sie das, nachdem sie das geschrieben hat, direkt entschuldigt, weil sie gedacht hat, das gibt direkt einen Block oder so, weil ich ja auch so stringent bin, was sowas betrifft. Dafür bist du auch bekannt, also ganz ehrlich. Es ist wirklich, ich bin ja dafür bekannt, nach German Let's Fail der Let's Player zu sein, der die meisten User blockt. Ja, und du löschst auch ständig irgendwelche Kommentare. Und ich schreibe auch gerne Blogs. Aus. Hey, waren wir doch gerade. Ich bin total verwirrt.
Gehen wir gerade im Kreis, sag mal? Nee, nein, gehen wir nicht. Nein, wir gehen quasi im Strudel nach unten, so, weißt du? Deswegen ist das sehr verwirrend. Oh, Strudel, mag ich auch gerne. Irgendwas mit Strudel. Apfelstrudel. Apfelstrudel, genau. Esse ich, glaube ich, gerne. Ich mag sowieso sehr gerne Äpfel. Wer nicht? Ja, jetzt, du isst auch gerne Äpfel? Au. Ja, natürlich. Wir haben früher auch mal, haben wir beim Bauern, wenn da bei den Apfelbäumen, haben wir uns immer die Äpfel geklaut, wenn die schön gewachsen sind. Es war nämlich so ein Feldweg und da standen ganz viele Apfelbäume und dann haben wir da zwischendurch im Sommer, hat aber jeder gemacht, der da lang spazieren gegangen ist oder so, und dann haben wir da mal die Äpfel von den Bäumen geholt und gegessen. Aua. Hast du jetzt gewartet, bis ich vergiftet wurde, ne? Nein. Freches Etwas, du. Aua. Ich esse auch sehr gerne Äpfel, aber isst du den komplett? Also isst du auch die Kerne und alles? Ich esse auch dann wirklich alles vom Apfel. Auch dann Echt? Das, was man wirklich rein und dann auch alles. Hä, den Stiel auch? Was laberst du bitte? Ja, den Stiel, genau. Ich esse alles. Nee. Was laberst du? Natürlich nicht. Wer isst denn sowas? Es gibt, also ein Kumpel von mir, der isst... Man kann doch nicht den Stiel mitessen. Das ist doch... Ist der dann auch Banane mit Schale oder wie? Stelle ich mir sehr lustig vor. Aber nein, das. Ich bin Apfel. Bin zu faul. Oh, ja, du bist doch hier der Kundschafter. Dann mal los. Welchen Eingang? Tor 1 oder Tor 2? Hinter einem verbirgt sich der Zong. So ja, ich bin ja die Nummer 1, deswegen muss ich ins Tor 1. War das jetzt richtig? Hey, das ist nicht der Weg zu Turas Schloss. Wo willst du denn hin? Höre ich jetzt auf dich? Das ist mir ja, wurscht. Gut, ich höre mal auf dich. Ist das jetzt quasi mal das erste Mal nicht linear? Nee. Wir könnten also nicht zum Lavatempel. Hä? Oh. Ach Mensch, kam aus einem Laden raus. Wir treffen uns an den seltsamsten Plätzen, was meinst du? Ja, ich gebe dir recht. Ich kann sogar euren Spielstand speichern. Was möchtest du? Ist nicht wahr. Dann bin ich dafür, wir speichern jetzt den Spielstand und dann machen wir eine kleine Aufnahmepause, denn wir sind ziemlich genau bei einer Stunde. Oh, okay. Das ist doch eine gute Idee. Ist eine gute Idee, oder? Wenn wir gerade mal den Raffi... Ja genau, was passiert jetzt in dieser Höhle, wenn wir jetzt hier durch diese Höhle gehen? Welche Gegner werden uns begegnen? Du kannst schon mal speichern, während ich dieses Plädoyer an das Spiel kann halte. Ich kann nicht speichern. Und dann... Achso, du musst drücken. Achso. Ja, und dann werden wir hier der Ische ihren Ischiros retten. Ischiros. Hagen bitte, ja? Also Mann. Hagen. Hagen. Vom Kaffee Hagen. Ja. Was kann man für schlechte. Ja, du hast schon eingebracht, mir fällt gerade keiner ein. Dann machen wir jetzt hier eine Aufnahmepause. Möchtest du noch irgendetwas loswerden? Ische. Apfelkuchen. Schmeckt gut. Unbedingt, Kinders, bevor ihr das nächste Video schaut oder während ihr das hier schaut, ist ein bisschen schwierig, aber wenn ihr das nächste Mal einschaltet, dann unbedingt ein Stück Apfelkuchen mitbringen oder sagt zu euren Muttern und Vätern, sagt einfach, Mutter, Papa, mach gefälligst einen Apfelkuchen, ich hab Bock drauf, die Ische hat das gesagt, du sollst das machen und du bist ja auch eine Ische, also ran an den Herd, losgebacken und dann geht's ab dafür. Und wenn sich jemand beschwert von euren Eltern, dann sagt einfach, ja, aber, rababa. Und dann gibt's Rababa-Kuchen. Auf Wiedersehen. Tschüss.